Und während man ja noch den Schock erfährt, gerade angesichts der Bilder und dieser neuen Zahlen, werden auch Videos geteilt. Dieses hier zum Beispiel getaggt, also bezeichnet mit Paris und auch Bataclan, also dem Konzerthaus. Und man sieht hier am Boden liegende Verletzte in der Nacht, eine Frau, die ihr Bein hochhält. Sie bluten offensichtlich und natürlich werden diese Bilder geteilt. Man will sich auch informieren, nicht nur die Informationen teilen, was gerade passiert, sondern auch aktiv Hilfe leisten, denn es ist ein Ausnahmezustand in Paris gerade und dem wird dieses Hashtag gerecht auf Twitter. Es heißt offene Türen, das wird gerade geteilt, sehr aktiv. Man auch hier an den Zahlen sieht, hunderte Tweets und darunter teilen Pariser Adressen und sagen ganz konkret an Touristen oder andere Menschen, die gerade in den Straßen unterwegs sind, wenn ihr Hilfe braucht, wie dieser Nutzer das macht oder einen Platz zum Schlafen, kommt hierher zu mir und dann teilen sie tatsächlich auch im Netz ganz offen ihre Adressen, was es sonst natürlich ganz selten im Internet gibt. Taxifahrer bringen Menschen, die in den Straßen unterwegs sind, umsonst nach Hause in Sicherheit. Ansage gilt, alle bitte zu Hause bleiben und wer es noch nicht ist, sich bitte in Sicherheit bringen, denn man weiß noch nicht, was passiert. Ja, und neben dem aktiven Helfen, konkret in Paris, gibt es natürlich weltweite Anteilnahme und der Ausdruck des Schocks, zum Beispiel hier von David Cameron, der sagt, dass man mit den Gedanken und den Gebeten bei den Franzosen ist und spricht jede Hilfe zu, die man ja leisten kann. Auch das kommt vom Weißen Haus und da sind sich alle Regierungen international einig. Auch die Inder haben sich bereits geäußert. Von deutscher Seite natürlich sieht es nicht anders aus. Auf Facebook zum Beispiel des Auswärtigen Amtes ganz in Schwarz und Französisch auch Richtung Frankreich. Wir stehen zusammen, dort die eindeutige Botschaft. Ja, und Peter Altmaier drückt es so aus, man weint um die Unschuldigen, aber wir werden uns niemals dem Hass beugen oder dem Fanatismus. Also man muss gegenhalten. Das wird in der Nachbereitung oder der Nacharbeit dieser Ereignisse natürlich dann auch ein großes Thema sein. Im Moment will man einfach wissen, was passiert ist, wie schlimm ist es noch. Es scheint ungeheuer schlimm zu sein. Von 100 Toten allein im Konzerthaus ist jetzt die Rede. Und alles fand statt während eines Länderspiels, wo die Menschen fröhlich sein sollten. Die deutsche Nationalmannschaft soll sich noch im Stadion befinden, auch aus Sicherheitsgründen. Getwittert wurde hier über den Account, dass Abpfiff ist und dass an diesem Abend, an diesem schrecklichen Abend, natürlich Fußball komplett in den Hintergrund gerückt ist. Da sind wir uns alle selbstverständlich einig. Und wenn man zusammenfassen möchte, was gerade im Netz los ist, welche Stimmung herrscht, dann drückt es dieses Bild ganz gut aus. Alle beten für Paris. Jetzt will man natürlich erst mal wissen, was ist genau passiert. Hintergrund der Täter ist die Frage. Und am Ende steht dann natürlich auch die Frage, wie hoch wird die Zahl der Toten und Verletzten sein. Das wird uns noch lange beschäftigen.